Hallo, ich bin Miriam, ich bin Schauspielerin und ich liebe Schildkröten. Schildkröten sind meine absoluten Lieblingstiere, weil sie einfach ihr eigenes Zuhause mit sich rumtragen. Ziemlich geil, ich würde das auch gerne können. Und außerdem bei Stephen King, das ist mein Lieblingsautor, stehen sie immer für das Gute, das das Böse bekämpft. Ja, apropos Zuhause, ich habe bei mir zu Hause, bei meinen Eltern, ein Laugenbrötchen. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich heimlich Nintendo gespielt. Mein Vater kam rein, ich musste schnell alles verstecken und habe mein Laugenbrötchen in die Schublade gepfeffert. Halb schon angebissen. Und 6 Monate später habe ich es wiedergefunden und es war nicht verschimmelt. Es hat auch nicht gerochen, nichts. Es war einfach nur super hart und trocken. Und ich dachte mir, wow, ich will gerne wissen, wie es damit weitergeht. Und deswegen habe ich es dort gelassen. Und es liegt jetzt inzwischen seit 17 Jahren bei mir in der Schublade. Es schimmelt nicht, es wird einfach immer nur härter und härter. Meine Eltern wissen Bescheid, sie wissen, sie dürfen es nicht wegwerfen, denn jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und dort dieses Laugenbrötchen sehe, freue ich mich, weil es mich jetzt schon so lange begleitet. Es ist alt und zerbrechlich, deswegen konnte es leider nicht zum Videodreh hierher reisen, aber ich habe mal meine Mama gebeten, ein Video für euch aufzunehmen, um euch seine besondere Qualität zu demonstrieren. Beeindruckend. Ich weiß.